Die S24-Modelle von Samsung stechen vor allem durch ein Detail heraus: die KI-Funktionen. Wir zeigen dir die Foto- und Video-Features und erklären, wie du sie anwendest. Grundvoraussetzungen sind ein Samsung-Account und eine Verbindung zum Internet. Stört dich ein Detail auf deinem Foto? Dank der KI kannst du im Nachhinein Objekte verschieben oder magisch verschwinden lassen. Klicke dazu auf das Stiftsymbol neben dem Bild. Über die drei Sterne öffnest du die KI-Bearbeitung. Drücke und halte mit dem Finger den Gegenstand, den du verschieben oder entfernen möchtest. Wurde das Objekt erkannt, kannst du es mit dem Radiergummi-Symbol löschen. Die entfernte Stelle passt dein Samsung dann an die Umgebung an. Alternativ lässt sich das Objekt auch an eine andere Stelle verschieben. Dein Foto ist perfekt, nur leider etwas schief? Dann richte es einfach erneut aus. Die künstliche Intelligenz füllt nun die Ränder aus, ohne in das Bild hineinzuschneiden. Bearbeitete Fotos kannst du am Ende als Kopie speichern. Hat die KI mitgewirkt, erkennst du das durch ein Wasserzeichen in der Ecke. Du hast ein Video aufgenommen und möchtest es später nochmal in Zeitlupe sehen? Auch das macht die KI möglich. Wähle dazu ein normales Video aus und spiele es ab. Tippst du nun darauf und hältst es gedrückt, erzeugt die KI eine Slow-Motion-Version.